Hallo und herzlich willkommen bei DZW TV. Das Jahr 2013 steht für die Dentalwelt ganz im Zeichen der Internationalen Dentalschau, kurz IDS, die vom 12. bis 16. März in Köln stattfindet. Einen ersten Ausblick auf diese weltweit größte Leitmesse der Dentalwelt gab die Europäische Fachpressekonferenz zur IDS im vergangenen Dezember. Dr. Martin Rickert, Vorsitzender des Vorstands des Verbands der Deutschen Dentalindustrie, kurz VDDI, kündigte dort die dentalen Produkttrends an, die im März in Köln vorgestellt werden. Dazu gehört die Komplettierung der digitalen Prozesskette. Stichworte sind hier CAD-CAM-Fertigung, intraorale Scanner zur digitalen Abformung, neue Materialien und aufbauende Fertigungsverfahren wie das Selective Laser Melting. Zur digitalen Prozesskette gehört auch die Implantologie, die computergestützte Verfahren etwa für das Backward Planning nutzt. Ein weiterer Top-Trend ist laut Rickert die Lasertechnologie für das minimalinvasive Bearbeiten von Hart- und Weichgewebe. Neue Ultrakurzpulslaser sollen hier neuen Schub geben. Ein Trend in der Füllungstherapie sind Bulkfillmaterialien, die in stärkeren Materialschichten verarbeitet werden können als übliche Composites. Aber Innovationen für Praxis und Labor gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Die IDS hat mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir wirklich, ich sage mal, sehr, sehr lange über neue Themenbereiche und neue Produkte reden könnten. Hier wird sich jeder selbst davon überzeugen können, wie es ist, wenn eine Industrie, die Dentalindustrie, alle 2 Jahre sich ins Zeug legt, um die Neuigkeiten zu sehen auf der IDS. Wie gut sich die deutsche Dentalindustrie auf dem deutschen und internationalen Markt positioniert, erläutert Rickert. In ruhigen, nüchternen Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass wir in Deutschland sowohl im letzten Jahr wie auch in diesem Jahr eine recht stabile, ganz, ganz leicht wachsende Entwicklung haben, während wir auf den Exportmärkten für die deutsche Dentalindustrie durchaus ein robustes Wachstum verzeichnen können. Das bedeutet nach wie vor, dass der Heimatmarkt in Deutschland für uns sehr, sehr wichtig ist, denn hier sind auch, ich sage mal, die meisten Netzwerke vorhanden. Hier entsteht ein Großteil der neuen Produkte, natürlich nicht nur hier, aber ein Großteil entsteht eben hier durch die gute Verbindung der Industrie mit den Zahnärzten, mit den Zahntechnikern und mit den Institutionen von Forschung und Ausbildung und anderen Institutionen. Und diese Produkte werden dann in alle Welt auch exportiert. Insgesamt ist es so, dass die Exportquote der deutschen Dentalindustrie mittlerweile auf knapp 60% angestiegen ist. Das heißt, das Wachstum in den Exportmärkten führt mehr und mehr dazu, dass eben dieses Übergewicht entsteht, zeigt aber auch, dass die Leistungsfähigkeit der deutschen Dentalindustrie international nach wie vor hoch angesehen ist, vorhanden ist und dazu führt, dass Marktanteile behauptet und gewonnen werden können. So viel Internationalität zieht auch Aussteller und Besucher aus dem Ausland nach Köln zur IDS, wie Katharina Hammer, Geschäftsführerin der Köln-Messe, berichtete. Wir erwarten gemeinsam wieder mehr als 1.900 Anbieter aus über 55 Ländern und können so erneut an den Erfolg der letzten Veranstaltung anknüpfen. Nach Deutschland sind Italien, die USA, die Republik Korea, China, die Schweiz, Frankreich und Großbritannien die am stärksten vertretenen Länder. Generell zeichnet sich ab, dass noch mehr internationale Unternehmen als beim letzten Mal in Köln vertreten sein werden. Wir verzeichnen nach heutigem Stand schon einen Zuwachs von 10% mehr ausländischen Unternehmen als vor 2 Jahren und gehen voraussichtlich von einem Auslandsanteil der ausstellenden Unternehmen von 68% aus, die hier nach Köln kommen und ihre Produkte ausstellen. Das ist auch im internationalen Messevergleich branchenübergreifend ein sehr, sehr hoher Wert für die Internationalität. Damit wächst die IDS auch bei Ausstellungsfläche und belegten Hallen. Insgesamt 150.000 Quadratmeter, also 5.000 Quadratmeter mehr, stehen Ausstellern und Besuchern zur Verfügung. Und trotzdem gibt es noch Wartelisten für Aussteller. Bei dieser Größe passt es gut, dass es zur IDS eine eigene App gibt, die auch bei der Suche nach Ständen hilft. Die App und vieles mehr findet man auf www.ids-cologne.de. So kann man sich jetzt schon online sein Ticket kaufen, Hotelzimmer buchen, Termine machen und sich über das vielfältige kulturelle Angebot in Köln informieren.
Gespannt auf die IDS sind auch Zahnärzte und Zahntechniker. Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer, brachte es so auf den Punkt. Es gibt ja viele Highlights auf der IDS und es ist wirklich erstaunlich, wie weit die technische Entwicklung, die innovative Entwicklung in der Zahnmedizin dort Fortschritt genommen hat. Man sieht es also blinken und leuchten und der Computer und die elektronischen Verfahren nehmen in der Praxis immer mehr zu. Das ist sicherlich segensreich für die Patienten, auch segensreich für die Behandler. Ich wünsche mir bei dem ganzen Fortschritt nur, dass stets der Behandler die Technik beherrscht und nicht die Technik den Behandler. Das wäre so mein sehnlichster Wunsch bei dieser ganzen, bei dem ganzen Fortschritt, der auf uns zukommt. Und dann ist das völlig in Ordnung. Zahntechnikermeister Uwe Breuer, Präsident des Verbands Deutscher Zahntechnikerinnungen, sieht das Zahntechnikerhandwerk für die neuen technischen Entwicklungen schon gut aufgestellt. Wir stellen uns der neuen Innovation und auch der CAD/CAM-Technik ist natürlich für uns ein Thema. Wir haben vor 2 Jahren oder 3 Jahren angefangen, die überbetriebliche Unterweisung im CAD/CAM-Bereich für unsere Lehrlinge zu installieren mit dem Heinz-Pietz-Institut, das dem Wirtschaftsministerium unterstellt ist, die als Pflicht zur Gesellenprüfung anerkannt wird. In 40 Stunden wird CAD/CAM beschult, sodass auch die jungen Kollegen und auch die Auszubildenden natürlich in diese neue Technik eingeführt werden. So wie früher im Modellguss oder in der Keramik, so ist jetzt bei uns CAD/CAM installiert. Wir stellen uns dem. CAD/CAM hat natürlich auch was für uns in den Laboren mit dem Fachkräftemangel, wo man das ein bisschen ausgleichen kann. Wir werden es aber auch ganz kritisch hinterfragen und anschauen auf der IDS, welche Industrie ist gegen uns oder wer arbeitet mit uns zusammen und werden das ganz kritisch uns anschauen. Ich freue mich auf die IDS, ich freue mich auch auf die Neuigkeiten, wenn wir so vor 2 Jahren Mundscanner in aller Munde waren, wo man dann sehr enttäuscht wurde und ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Gerade auch in der Implantologie ist ja CAD/CAM gar nicht mehr wegzudenken und Bischablonen, die man fertigen kann und also wirklich, ich freue mich auf die neue Technologie. Aber den VDZI treiben auch Sorgen um, so der Fachkräftemangel und der Trend zum Praxislabor. Für mich an oberster Stelle steht das Praxislabor. Wir mittlerweile seit dem Festzuschusssystem das Praxislabor wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und teilweise gewerblich genutzt werden und uns eine große Konkurrenz machen. Ich habe nichts gegen das Praxislabor, das als Hilfsbetrieb gearbeitet, so wie es früher war, wo 1 oder 2 Techniker waren. Aber mittlerweile sind die Praxislabore mit 4, 9 Mann beschäftigt, die sogar 2 Meister haben, ausbilden mittlerweile und nicht eine Gewerbesteuer bezahlen und einen Wettbewerbsvorteil haben, den wir nicht haben. Das ist für mich, für uns ein ganz großes Thema. Das haben wir auch mit den Zahnärzten schon besprochen. Und ich befürchte, dass einige sogar ihre Freiberuflichkeit verlieren könnten, weil es halt gewerblich genutzt wird. Der Gesundheitsmarkt und damit auch der Dentalmarkt gehorcht anderen Gesetzen als die übrigen Beschäftigungsmärkte. Dazu berichtet BZDK-Präsident Engel von aktuellen Studienergebnissen. Der Gesundheitsmarkt ist generell ein enormer Beschäftigungsmarkt und ein enormer Jobmotor und unterliegt eigenartigerweise nicht den Kriterien, die der Gesamtwirtschaft unterliegen. Wir haben nach einer Studie des IDZ in Verbindung mit dem WIFO-Institut mal prognostizieren lassen, wie das so bis 2030 aussehen wird. Und erstaunlicherweise werden wir dort in der gesamten Dentalbranche, also Praxen, Labors, Vertriebe, einen Zuwachs bekommen von etwa 76.000 Leuten. Wir haben zurzeit einen Beschäftigungsmarkt von 400.000. Wir werden bis 2030 76.000 prognostiziert dazu bekommen. Das ist ein Plus von 19,8%. Und wenn man dann bedenkt, dass die Prognos AG für die Gesamtwirtschaft bis 2030 einen Stellenabbau prognostiziert hat, dann ist das also schon ganz erheblich. Wir hoffen natürlich, das ist jetzt in meiner Funktion als Präsident der Bundeshandelskammer gesprochen, dass nach wie vor die eigentlichen Akteure des Gesundheitsmarktes, nämlich die Heilberufler und der Patient, weiterhin im Mittelpunkt stehen und durch die Entwicklung der kommenden Jahre nicht allzu sehr an den Rand gedrückt werden.
Ich glaube, dass hier auch die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um diesen Jobmotor nach vorne zu bringen. Denn ebenso bei den Beschäftigten in dem zahnärztlichen Sektor sind wir immer ganz vorne gewesen und auch im Ausbildungssektor sind wir sehr stark gewesen. Und ich hoffe, dass das beibehalten werden kann. Mit den Gesundheits- und Dentalmärkten in Europa, mit den unterschiedlichen Strukturen und Systemen, mit Zukunftstrends und Handlungsoptionen hat sich das Unternehmen Rebmann Research im Auftrag des VDDI befasst. Die Analysen sollen deutschen Dentalunternehmen helfen, die sich in europäischen Märkten engagieren wollen. Dr. Bernd Rebmann, Geschäftsführer des Berliner Unternehmens, stellte erste Ergebnisse der Analysen vor. Wir haben gesammelt, wie wir es eigentlich immer tun. Wir sind Marktanalysten, keine Marktforscher, das heißt, wir betreiben keine Empirie. Wir haben auf viele Studien geschaut, es gab vom ZI, von der KZBV hier in Deutschland, die Barmer GEG, die ADE hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht. All diese Zahlen haben wir zusammengefasst, neu interpretiert. Wir haben sie nicht groß hinterfragt, muss man sagen, dafür, das war nicht Studieninhalt. Der Inhalt der Studie ist, verschiedene wichtige Veränderungstrends in der Dentalindustrie darzustellen und für diese Veränderungen pragmatische Fahrpläne an die Hand zu geben. Obwohl sich die Studie noch im Werkstattstadium befindet, haben die Marktanalysten festgestellt, dass es in der Zahnmedizin einen ganz entscheidenden Zusammenhang nicht gibt, der für die übrigen ärztlichen Disziplinen gilt. Nämlich, dass Patienten mit zunehmendem Alter häufiger den Arzt aufsuchen. Hier ist es in der Tat so, dass je älter der Patient wird, umso weniger geht er zum Zahnarzt. Und daraus stellt sich natürlich die Frage, wie stark hängt die Dentalindustrie an diesem demografischen Faktor. Das ist eine sehr entscheidende Frage der Studie. Junge Leute fragen ganz andere Dinge nach als ältere Leute. Wohlhabende Leute fragen ganz andere Dinge nach als ärmere Leute. Und diese Begebenheiten sollte sich die Dentalindustrie zu Nutzen machen, indem sie eben die Patienten besser kennenlernt und nicht nur den Zahnarzt und den Zahntechniker in den Fokus ihrer Vertriebsaktivitäten stellt, sondern eben auch den Patienten als solchen. Aber auch für die einzelne Zahnarztpraxis sieht Rebmann europaweit zukünftig grundsätzliche Veränderungen. Also wir sind sehr sicher, dass sich die Leistungsstrukturen auch in den zahnärztlichen Praxen grundsätzlich verändern werden, nicht nur in Deutschland. Wir haben hier auch, was die technischen Ausstattungen, die Geräteausstattung der Zahnarztpraxen und der Zahntechniklabore anbetrifft, eine Beobachtung von zunehmenden Investitionsvolumina, die der Zahnarzt immer schwerer alleine nur stemmen kann. Das heißt, allein aus finanzwirtschaftlichen Gründen, aus Gründen des Risikos kann es sinnvoll sein, zu kooperieren mit anderen Zahnärzten, also innerhalb der Fachgruppe zu kooperieren. Und hinzu kommen eben zunehmend multimorbide Patienten, die es zu behandeln gibt. Und da bietet es sich natürlich an, auch über die zahnärztliche Fachgruppe hinaus mit anderen Ärzten in die Kooperation zu gehen. Weiteres Potenzial für die Dentalindustrie macht die Studie in der komplementären Medizin aus. Darüber hinaus stellen wir fest, dass auch die Fragen komplementärer Medizin, manuelle Therapien, solche Dinge doch zunehmend in den Fokus vor allem des Zahnarztes rücken, weil sich hier auch der Patient geändert hat. Und die Frage, die sich hier eben stellt, hat das Auswirkungen auf die Dentalindustrie? Ich würde sagen, ja. Es gibt hier sicherlich die Chance, mit komplementären Einrichtungen oder komplementärmedizinischen Einrichtungen, Geräte, zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen. Genauso natürlich, wie es darum geht, Gesundheitspolitik macht es vor, mit mobilen Gerätschaften hier zunehmend auch in die schlecht oder unterversorgten ländlichen Regionen reinzugehen. Und daraus ergeben sich natürlich grundsätzliche Wachstumschancen auch für die Dentalindustrie in Deutschland und in allen anderen Ländern. Rebmann empfiehlt den Dentalunternehmen, neben den kulturellen Begebenheiten auch die wirtschaftlichen Bedingungen zu beachten. Hier unterscheidet die Studie zwischen eher wachstumsorientierten Ländern mit hohem Selbstzahleranteil und sehr stabilen Ländern, in denen ein großer Anteil der Kosten durch die Grundversorgung abgedeckt ist.
In einem Anhang versammelt die Studie Marktvolumendaten für jedes Land. Das führt natürlich von der Produktstrategie her dazu, dass ich strategisch für stabile Märkte Länder wie Deutschland, Niederlande, Belgien eher eignen, während sich für wachstumsorientierte, innovative Märkte andere Länder wesentlich besser eignen, wie zum Beispiel Italien, Spanien auch, die in der Regel, wenn das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich im Wachstum begriffen ist, Spanien ist das momentan nicht der Fall, Italien holt aber schon wieder auf. Das heißt, in diesen Ländern haben wirklich innovative, wachstumsorientierte Produkte eine ganz große Chance. Qualität und Sicherheit, das machen die Marktanalysten für Gesamteuropa als Trend im Dentalmarkt aus. Ich würde schon ganz klar sagen, der Trend in Europa ist qualitätsorientiert. Wir haben hier qualitätsorientierte Strategien. Wir haben hier eine sehr forcierte Wissensgesellschaft, die Innovation fördert, die Ausbildung fördert. Und qualitätsorientierte Strategien sind weiterhin voll im Trend. Es wird sicherlich aber auch Bereiche geben, wo sich zum Teil mehr Preisrelevanz in die Märkte einschleichen wird. Wir werden sicherlich auch, was die Zulassung neuen zahnmedizinischen Gerätes betrifft, mehr sicherheitsrelevante Fragen erleben. Es wird hier zu mehr Assessments kommen. Es wird auch Register geben, ähnlich wie es in anderen medizinischen Bereichen der Fall ist. Das Thema Sicherheit sehe ich schon auch als zukünftiges Trendthema in den zahnmedizinischen Industriesektoren. Die IDS wird also auch im kommenden Jahr der Treffpunkt der dentalen Welt sein und hoffentlich, wie schon 2009 und 2011, positive Impulse auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen. Ein Besuch lohnt sich für jeden. Davon ist Martin Rickert überzeugt. Wer also im gegenwärtigen Umfeld als Zahnarzt und als Zahntechniker neue Impulse für seine Arbeit braucht, haben will, der ist bestens beraten, zur IDS zu kommen. Hier sind alle Informationen, Ansprechpartner, Berufsverbände, Hersteller zu finden, die für eine Neuausrichtung oder Weiterentwicklung der eigenen Praxis und des Labors notwendig sind. Und auch die Beratung, die notwendig ist, wird hier gegeben. Man kann auf der IDS den unmittelbaren Vergleich von Produkten und Dienstleistungsangeboten sehen und die entsprechenden wichtigen Entscheidungen für sich und seine Praxis und sein Labor treffen, um dieses zukunftsfähig zu machen. Und da ist es auch kein Ersatz, wenn wir sagen, wir können ja so viele Dinge jetzt im Internet sehen, im World Wide Web. Wir müssen hier in diesen Zeiten auch letztendlich aus der Fülle dieser Informationen die nötige Transparenz herstellen und das persönliche Gespräch, die persönlichen Begegnungen, die Nachfragen und das persönliche Erleben der Produkte möglich machen. Und das geht nun mal nur vor Ort. Dazu ist die IDS sicherlich die beste Plattform. Ja, und auch wir werden in Köln natürlich dabei sein und für Sie schon im Vorfeld auf der Messe selber und natürlich auch danach alle wichtigen Informationen sammeln, Trends beobachten und für Sie in Wort, Bild und Film, in Print und natürlich auch online berichten. Vielleicht sehen wir uns ja dort, ich würde mich freuen. Sie finden die DZW, die Chance Praxis und vieles mehr auf dem Stand der Dr. Hinz Unternehmensgruppe in Halle 11.2. Ich sage Tschüss, Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie bei Laune.